Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen zu einer neuen Woche, einer neuen Talkradio-Woche. Wir sind heute 20 Minuten erstmal alleine hier im Radio bei 1Live und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen hinzu. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht, wie immer, in der Nacht von Montag auf Dienstag eine freie Themennacht, ein offenes Talkradio. Wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, könnt ihr gerne machen. Müsst ihr nur anrufen 0800 5678 111 oder ihr faxt mir 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Iris und Iris ist 50 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domi. Hallo Iris. Bei mir geht es um Folgendes. Ja. Ich wohne zusammen, oder meine Tochter wohnt noch bei mir, die ist 25 und deren Tochter, also mein Enkelkind, wohnt auch hier. Wie alt ist das Enkelkind? 5 Jahre, die Kleine. Ja. Praktisch alle drei wohnen wir in einem Haushalt. Ein 3-Mädel-Haushalt. Genau. Du sagst es richtig. Und ich, irgendwo eskaliert es immer zwischen uns beiden, zwischen meiner Tochter und mir, weil ich zum einen nicht mit ansehen kann, wenn sie die Kleine schlägt. Mhm. Und dann sehe ich in Rot. Aber ist eigentlich jetzt nicht das Thema. Es ist jetzt das Thema, sie war krank gemeldet oder ist krank gemeldet vom Arzt aus, war aufgrund des Nicht-Arbeiten und da aufgrund dessen wiederum brauchte sie ja morgens nicht so früh aus dem Bett raus. Mhm. Und dann hockt sie die ganze Nacht, also bis morgens 4:30 am Computer. Das war vergangenen Mittwoch auf Donnerstag genauso. Dann bin ich wach geworden, habe das mitgekriegt, dass er noch am Computer hockt. Da war es 4:30. Da habe ich gesagt, mein Gott, muss das denn sein? Und gegen 7:30 muss die Kleine in den Kindergarten. Ich sage, wenn du jetzt in die Koje gehst, dann kommst du doch wieder nicht aus dem Bett raus. Und dann sagt sie, ich komme hier raus. Sie ging dann aber auch direkt ins Bett. Und ich muss auch sagen, in dem Moment ist an dem Donnerstagmorgen dann wirklich schweren Herzens aufgegangen. Dann hat die Kleine eben zum Kindergarten gebracht. Am Freitag ist sie dann mit der Kleinen zum HNO-Arzt. Da sagte ich noch zu ihr, nimm mein Handy mit, kannst mich von da aus anrufen, wie lange es etwa dauert, wegen dem Mittagessen. Und auf dem Weg ist sie mit der Kleinen, sie kam nicht mehr zurück, das Handy ist ausgeschaltet und ich weiß nicht, wo sie ist. Wie, die Tochter ist nicht zurückgekommen mit der Kleinen? Mit der Kleinen, ja. Die Kleine hat nichts dabei zum Anziehen, Gescheites. Die hat keine Spielsachen dabei und nichts. Und es war ja die Tage echt arschkalt. Wann war das jetzt genau? Am? Vergangenen Freitag. Letzte Woche Freitag. Deine Tochter ist mit der Enkelin seit Freitag verschwunden? Ja. Und du hast überhaupt keine Ahnung, wo sie sein könnte? Nee, ich habe vermutet, dass er bei meinem Ex-Mann wäre. Bei deinem Ex-Mann? Bei meinem Ex-Mann, ja. Aber hast du angerufen? Ja, da hat eine Freundin von mir angerufen, weil ich gesagt habe, ich wollte nicht mit ihm sprechen. Und eine Freundin rief an bei ihm, da hieß es, nein, er wäre sie also nicht. Und das glaube ich ihm auch. Also ja, hör mal, die haben beide keine Kleidung, kein Gepäck, gar nichts Besonderes bei sich. Nee, sie hat nur noch zu der Kleinen gesagt, wo sie am Freitag weg ist, sind die beiden, möchtest du deine Puppe mitnehmen im Autositz? Also sie hat, die Kleine hat so eine Puppe, die in einem Puppenautositz da drin ist. Willst du die mitnehmen? Da habe ich mich noch gewundert, denn normalerweise verbietet sie immer der Kleinen irgendetwas an Spielsachen mitzunehmen für unterwegs. Und da war die Kleine natürlich Feuer und Flammen, hat gesagt, oh ja. So, das war am Freitag. Hast du jetzt irgendetwas in die Wege geleitet? Hast du die Polizei informiert? Nein, bis jetzt noch nicht. Jetzt kommt das Zweite dazu. Gestern bin ich dann mal durch Zufall in den Computer rein, ins Internet. Und da hat sie mir eine Mail geschickt, hallo, uns geht es gut. Ich bin ja so erschrocken. Und da schreibt sie mir, die Kleine würde mich vermissen. Ich muss sagen, die Kleine und ich, wir haben eine verdammt enge Bindung zusammen. Weil ich habe ja die Kleine Tag und Nacht praktisch, wenn sie arbeitet. Gut, aber was schreibt sie jetzt? Uns geht es gut, aber sie möchte nicht mehr zurückkommen. Und die Kleine wird den ganzen Tag weinen und schreit nach ihren Spielsachen und nach dem Kindergarten und nach mir. Aber da müsste die Kleine durch. Und sie hat nicht hinterlassen, wo sie sich jetzt aufhält? Nein, ist ja auch immer das Internet nicht rauszubekommen. Nee, natürlich nicht. Aber nun sind da noch viele Dinge bei dir in der Wohnung, bei euch zu Hause, von deiner Tochter, von der Kleinen. Ja, alles. Alles, ne? Alles im Endeffekt. Und wie soll das jetzt gehen? Ich weiß es nicht.
Dann hat sie mir nur noch gesagt, weil sie dann am Freitag weg ist und wir haben beide also gegenseitige Kontovollmacht. Mhm. Dann habe ich von ihrem Konto ihr Gehalt abgehoben, mhm. weil ja Miete zu bezahlen ist und so weiter, mhm. Telefon und und. Dann hat sie mir nur noch einen Brief geschrieben in der Mail, ich hätte ja ihr Geld abgehoben, ich könne damit die Miete bezahlen und das Telefon und das Restgeld möchte sie bitte überwiesen haben. Mhm. Ja, das wäre noch genau 20 Mark, die wir mehren. Aber Iris, da muss doch eigentlich, ich sag es mal so, das Tisch doch völlig zerrissen sein zwischen euch beiden. Wenn so etwas geschieht, wenn eine Tochter so etwas macht, dann muss doch alles kaputt sein. Sie hat das im vergangenen August schon mal gemacht, bloß Gott sei Dank ohne das Kind. Mhm. Da war es ihr mehr oder weniger egal, nur habe ich damals gedacht, dass mir an den Arsch geht, auf Deutsch gesagt, habe ich das Jugendamt eingeschaltet, habe die informiert. Mhm. Aber kann es nicht auch sein, dass du der Tochter sehr zugesetzt hast? Nee, eigentlich nicht. Naja, aber irgendwas muss es ja sein, sonst geht sie nicht weg. Sie kann es ja nicht mehr aushalten bei dir, heißt das im Klartext. Ja, so sagt sie das. Mhm. Dabei, ich sag ja gar nichts. Ich kann aber auch nicht mit ansehen auf der anderen Seite, wenn sie die Kleine prügelt. Mhm. Gut, das ist natürlich eine schlimme Sache. Ja. Und die Kleine hatte dermaßen schon blaue Flecken an den Beinen. Das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Du hast damals das Jugendamt eingeschaltet, sagst du. Wie haben die sich denn verhalten? Ja, die haben gesagt, sie wollen noch ein paar Tage damals abwarten. Und dann kamen sie wieder? Wenn sie nicht gekommen wären, dann hätten die, also wäre über das Jugendamt gegangen, dass ich das Sorgerecht bekäme für die Kleine. Das war praktisch vom Zeiten des Jugendamtes. Hast du denn jetzt, also du hast heute das Jugendamt noch nicht informiert? Nein, nein. Würde ich dann aber schon auf jeden Fall mal machen. Wenn du damals mit denen in Kontakt warst, dass du jetzt wieder mit denen in Kontakt kommst. Ja, aber jetzt haben mir welche gesagt, also Bekannte von hier, das wird nichts bringen, denn normalerweise kann die Tochter ja mit ihrem gehen, wo sie hin will. Ne? Gut, aber jetzt, wenn das auch noch hinzukommt, dass deine Tochter, ich weiß ja nicht, wie schlimm es ist, das Kind schlägt oder gar manchmal misshandelt, wenn du sagst, dass das kleine Kind... Ja, das hat sie ja beim Jugendamt abgestritten, ne, dass sie tun würde. Ne? Das hat sie ja da gesagt, das stimmt nicht. Mhm. Also da stehen die zwischen zwei Stühlen, das können sie mir glauben oder auch nicht. Mhm. Gibt es noch einen Kontakt zu dem Vater von dem Kind? Nee, hat sie nie gehabt. Hat sie nie gehabt, ja. Nee, das war ein Alkoholiker. Also du stehst quasi auch alleine jetzt da, ja. Und standst alleine mit der Tochter und der Enkelin da. Ja, genau. Mhm. Wie viele Jahre habt ihr zusammen gewohnt? Ja, das heißt, dass die Kleine auf der Welt ist. 5 Jahre oder über. Also ich würde auf jeden Fall, Iris, mich mit dem Jugendamt beraten darüber und den ganzen Fall mal erklären. Die sind ja nun auch schon informiert und kennen euch ja auch ein bisschen durch den Kontakt damals. Ja, ja. Vielleicht, das können wir ja gar nicht hier jetzt in ein paar Minuten klären, dass die Hintergründe. Vielleicht gibt es da noch andere Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, sodass die doch aktiv werden können oder sollten. Ja, aber pass auf, wo ich das vergangenes Mal gemacht habe, im August, ne? Da hat sie mir das dann vorgeworfen, dass ich das Jugendamt eingeschaltet hätte. Ne? Und jetzt schreibt sie mir in der Mail auch noch dazu, ich weiß ja nicht, wenn du schon wieder alles informiert hast. Mhm. Also generell gilt natürlich, klammern wir jetzt mal die Gewalttätigkeiten aus, sofern man die überhaupt ausklammern kann, kann natürlich eine Mutter mit ihrem Kind hingehen, wo sie will. Das ist richtig, das ja. Das ist der Punkt, was das Ganze auch verkompliziert. Also du hast vielleicht nur eine Möglichkeit, irgendwie etwas zu erreichen, wenn es nachgewiesen werden könnte, dass sie das Kind nicht richtig oder sogar sehr schlecht behandelt. Ja, wie soll ich das jetzt nachweisen? Mhm. Das ist natürlich das ganz große Problem. Ja, wenn die Kleine zumal nicht da ist. Mhm. Mhm. Ich kann nur denen nur erklären und... Hast du denn irgendwie eine Idee, wo sie sich vielleicht aufhalten könnte in eurer Umgebung? Ich hab die Idee, dass sie eine... Sie hat eine Brieffreundin in Österreich, ja. Mhm. Mhm. Und da habe ich den Verdacht, dass er da hingefahren ist. Aber da kann sie ja nur auch nicht immer bleiben. Nee, normalerweise nicht. Und hat sie denn Geld, sich einen neuen Hausstand aufzubauen? Sie hat genau 500 Mark mit dabei. Das geht ja alles gar nicht. Was für eine Zukunft ist da? Gar keine eigentlich. Ja, das sage ich ja auch. Mhm. Du hast keine Möglichkeit, ihr zurückzumailen, geht das? Ja, doch, das habe ich. Das geht. Sie hat es mir auch geschrieben. Ich soll ihr zurückmelden, das habe ich gemacht. Was hast du denn da reingeschrieben? Ich habe ihr geschrieben, sie sollte mal so weit denken, dass die Kleine nicht um mich weint. Im Endeffekt, sie weint um ihre gewohnte Umgebung. Mhm. Den Kindergarten und um die Spielsachen und weiß der Geier was noch alles. Mhm. Und dass sie, vielleicht denkt sie mal so weit, sie ist Frau, das ist ja gar nicht so, dass die Kleine vielleicht nur an mich denkt. Sie denkt ja an den Kindergarten.
weil sie ging. Du hast die Adresse hast du ja noch, ne? Das heißt, du könntest nochmal eine Mail dorthin schreiben. Ja, sinnvoll. Ne? Vielleicht solltest du das tun. Und dich mal am Riemen reißen. Ich weiß, du bist natürlich jetzt sehr aufgebracht, dass du deine Tochter nicht vorwurfsvoll schreibst. Das habe ich nicht gemacht. Sondern, dass du ihr quasi eine Brücke baust zu dir. Dass du sagst, es ist vielleicht einiges schiefgelaufen, vielleicht habe ich ihres auch einige Schuld. Ich möchte so gern, dass wir in Harmonie wieder zusammenkommen oder dass wir auf jeden Fall Kontakt miteinander haben. Biete ihr doch auf jeden Fall das Gespräch an und biete ihr eine Lösung an. Und wenn die Lösung heißt, dass ihr vielleicht nicht mehr in einer Wohnung wohnt, aber zumindest in einem Ort oder einer Stadt. Ja, das habe ich ja gemacht. Ich habe nichts Vorwurfsvolles geschrieben. Ja, aber vielleicht, dass du noch eine Nummer freundlicher bist, um einfach wieder Vertrauen aufzubauen. Ich habe es auch geschrieben, dass wir uns gerne an einem neutralen Ort treffen können. Zum Beispiel auch eine gute Idee. Vielleicht sogar mit einer neutralen Person zusammen, die so ein bisschen vermittelt. Ja. Wäre ja auch nur eine Möglichkeit. Ja, bloß kenne ich halt niemanden oder ich habe niemanden, der vermitteln könnte. Und da jemanden vom Jugendamt mit hinzuziehen. Finde ich auch nicht so gut. Ja, das ist der größte Blick. Da würde ich gleich vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin darüber berätst, wer das machen könnte. Da gibt es bestimmt auch so ambulante psychologische Hilfsstellen, die solche Leute anbieten. Weiß ich nicht, kann dir meine Psychologin sicher sagen. Also ich würde mal so vorgehen, auf jeden Fall nochmal eine sehr versöhnliche elektronische Post schicken, eine Mail. Mhm. Sehr versöhnlich nochmal. Keine Vorwürfe ihres, wirklich nicht. Ne? Nee. Auch nicht zu sehr jammern oder so, sondern ganz sachlich und sehr ernst schreiben, damit deine Tochter weiß, die meint's ernst. Und mach auch gleich noch mehrere konkrete Vorschläge. Das mit dem neutralen Ort finde ich auch schon mal ganz gut. Weil ein Bekannter sagt, brechst du alle Brücken hinter dir ab. Du bist immer das sehen alleine, sucht dir eine kleine Wohnung und sollst du gerade machen, was du willst. Ist alles recht und schön, aber die Kleine. Mhm. Was ist mit dem Kind? Mhm. Gut. Aber schön wäre es ja auch, wenn du einen einigermaßen guten Kontakt mit deiner Tochter hättest. Es geht ja jetzt nicht nur um das Kind, es geht auch um die Tochter. Je besser dein Kontakt zur Tochter ist, desto schöner und harmonischer ist es für das Kind auch. Das auf jeden Fall, ja. Aber ich denke mir mal, sie legt gar keinen Wert mehr auf Kontakt mit mir. Mhm. Sie legt nur dann den Wert darauf, wenn sie von mir die Kohle sieht. Mhm. Du machst das mit der Mail. Ja. Versprichst du mir? Ja. Kannst du gleich machen. Ne? Kannst du heute Nacht noch schreiben. Ja, klar. Und du legst jetzt auf und die Annette, meine Psychologin, ruft dich gleich nochmal an. Okay. Damit es um die neutrale Person geht, wie man das auch arrangiert. Uh-huh. Okay? Okay. Alles Gute, Iris. Danke. Tschüss. Tschüss. Als nächsten habe ich den Thomas hier. Thomas ist 37 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Thomas. Hier ist Thomas. Ja. Der Grund, warum ich anrufe, ist folgender. Und zwar, dass ich reichlich genervt bin von der Sache, was jetzt mit Trittin und Fischerler passiert. Mhm. Und zwar einfach deshalb, weil ich denke, unabhängig davon, was sie damals wirklich gemacht haben, denke ich, das ist schon einige Zeit her. Man sollte da auch irgendwann mal den Leuten zugestehen, dass sie eine Veränderung vollzogen haben. Finde ich eigentlich auch. Aber ich denke auch noch auf einer anderen Ebene, Thomas, muss ich dir sagen. Ja. Es geht jetzt um hochdotierte Minister. Ja. Würde man so freigebig auch mit Leuten umgehen, die in kleinerer Position sind? Nein, ich glaube nicht. Wenn das nachträglich herauskäme. Ja, gut, das ist die Frage. Nur, also ich sag mal so. Oder würde man auch so mit jemandem umgehen, der in einer rechtsterroristischen Szene aktiv war? Das sind gute Fragen. Also ich gehe da von mir persönlich aus. Und da denke ich, finde ich, ist es richtig. Weil weißt du, ich sag jetzt mal auf einer anderen Ebene. Wenn zum Beispiel jemand, aus welchen Gründen auch immer, einen Menschen umgebracht hat, für einen Knast, dann unterstelle ich dem doch auch nicht, dass der jetzt sein Leben lang immer wieder Leute umbringt. Das heißt, irgendwo. Das ist richtig, aber würdest du dem zugestehen, hoher oder höchster Repräsentant dieses Staates zu werden? Ja. Also ich sag mal natürlich. Du nicht ja, sofort. Aber die Gesellschaft würdest du ihm nicht zugestehen. Ja, und weißt du, das finde ich schwierig. Mhm. Ich persönlich finde es eigentlich schade. Ich meine, klar, ich würde nicht gleich, wenn da was weiß ich, eine Woche oder einen Monat raus ist,
gleich mit solchen Abenden, mit solchen Aufgaben beauftragen, ja. Das nicht, aber ich denke, jemand, der sich über längere Zeit da auch bewährt hat, haben aus meiner Sicht Leute wie Fischer und Trittin getan. Man muss mal bedenken, die Partei, wie die entstanden ist, was die für eine Entwicklung genommen hat. Nimmst du ihm das denn ab, was er jetzt alles so sagt, der Fischer? Und Trittin auch? Im Großen und Ganzen ja. Ich muss gestehen, von Jürgen Trittin habe ich da erst heute gehört. Ja, das ist heute auch erst alles hochgekommen. Heute Abend war bei Beckmann ein ehemaliger Polizist, ja, der durch einen Molotow-Cocktail fast gestorben wäre. Ja. Der eine ganz schlimme Leidensgeschichte hinter sich hat, der von den damaligen Demonstranten beworfen wurde mit diesen schlimmen Brandcocktails und dessen Haut über 60% zerstört war. Ja. Und der sagt, dass seiner Auffassung nach Fischer zumindest damals, wenn er auch selbst nicht geworfen hat, aber mit zu den geistigen Brandstiftern zählt, seiner Auffassung nach. Eine solche Meinung hat er heute geäußert, der Mann. Ja, ich kann das gut verstehen. Also ich sag mal, ich kann es insofern gut verstehen, weil natürlich jemand, der betroffen ist, sieht das natürlich noch ganz anders, hast du recht. Einer ganz anderen Sichtweise das sieht, ne? So, nur ich sag mal, ich bin jetzt einer, der nicht betroffen ist. Was ich meine, ist einfach, ich kann da eine andere Sichtweise haben. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man immer und immer wieder geführt hat in Deutschland. Nämlich, wie geht man um mit ehemaligen Nazis, wie geht man um mit ehemaligen SED-Aktivisten und wie geht man nun um auch mit ehemaligen Linksterroristen oder die mit denjenigen, die in dem Umfeld aktiv waren. Muss man vorsichtig ausdrücken. Ja. Ich habe auch immer den Eindruck, wenn ich Fischer im Fernsehen sehe, ich würde auch sagen, irgendwie schwamm drüber. Er hat sich als Demokrat bewiesen, aber traurig ist irgendwie, dass er fast lügen muss. Ich nehme ihm das nicht ab, wenn er seine Statements loslässt. Aber wenn er die Wahrheit sagt, ist er natürlich weg vom Fenster. Ne? Das ist das Dilemma. Ja, gut, das ist möglich. Aber ich sag mal, weißt du, Jürgen, wenn man jetzt so überlegt, da sehe ich das so, dass das, ja, es sind Vermutungen. Die Frage also, ist das, was er gemacht hat, noch weitergehend? Und ja, wie weit geht es dann auch? Das ist auf so einer Vermutungsbasis. Mhm. Ne? Also ich denke, orientieren kann man sich nur an den Fakten. Mhm. Würdest du dann sagen, wie lange muss sich jemand denn als guter Demokrat bewiesen haben, dass man sagt, okay, ich nehme es ihm ab? Also egal ist, aus welcher Ecke er kommt, ob er ein Rechter ist, ein Linker ist oder völlig wurscht. Na, also ich glaube, das kann man nicht in Zeitraum messen, sondern ich denke, das kann man nur daran messen, an den Dingen, die er tut. Mhm. Und ich sag mal, gut, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mit den Leuten selber zu reden, dass man dann einfach auch mal einen Eindruck kriegt, ja, ist das, entsteht da jetzt nur, sind das Sprechblasen, die aus irgendwelchen Gründen da entstehen, um sich zu rechtfertigen, um irgendwas zu beschönigen und das, was gesagt wird, schon ernst zu nehmen. Und da ist meine Auffassung, dass wenn ich mir diese Leute ansehe, ja, also jetzt konkret Fischer, Trittin, die sind sehr stark mitverantwortlich für die Entwicklung der Grünen Partei. Mhm. Und die Grüne Partei betrachte ich nicht als linksradikal. Nein, absolut wichtige demokratische Strömung in Deutschland. Ja. Gott sei Dank haben wir sie. Obwohl ich kein Grüner bin, aber gut, dass wir sie haben. Die haben sehr viele Anstöße gegeben. Eben, das sehe ich auch. Und ich denke, diese Partei wäre ohne diese beiden Leute nicht da, wo sie sind. Weißt du, was ich auch ganz verlogen finde übrigens, wenn ich im Bundestag die Herrschaften aus der CDU-CSU sehe, die sich jetzt als die Supermoralapostel aufspielen und die haben den größten Skandal überhaupt an der Backe, nämlich den Parteispendenskandal, der noch nicht geklärt ist. Ne? Und aber ich finde dazu, also das ist schwierig, das ist ein Punkt, also der mir eigentlich, ich bin schon ein Gemütsmensch, aber da könnte ich leicht ein bisschen höher gehen. Ah, 180. Also. Das war, also für mich ist das eine vollkommen fragwürdige Moral, so würde ich das bezeichnen. Also ich höre aus deinen Äußerungen heraus, du siehst das auch differenziert, aber du sagst, ich möchte, dass er im Amt bleibt, weil er eigentlich bisher gute Arbeit geleistet hat und Wichtiges auch für die Gesellschaft geleistet hat. Ja. So habe ich dich richtig verstanden. Da hast du mich richtig verstanden. Ohne, dass du das beschönigen möchtest, was damals passiert ist und woran die vielleicht auch mit schuld sind. Also ich muss mal eins ganz klar sagen, wenn jemand, warum auch immer, gewalttätig wird, ne, das ist ganz klar abzulehnen. Mhm. Nur ich halte es für genauso falsch,
hinzugehen und 20, 30 Jahre später zu sagen, der ist irgendwann mal gewalttätig geworden, mhm. ne? Dann denjenigen zu verurteilen. Ich habe vor kürzlich mal mit jemandem drüber gesprochen, da habe ich gesagt, ja Mensch, was willst du sagen, die USA hat George Bush gewählt. Ja, ja? Genau, ganz genau. 20 Jahren Trunkenheit am Steuer. Gut, ich meine, da kann man sagen, ja. Das ist nicht so harmlos, nur wenn in so einem Fall, ne, bei Trunkenheit am Steuer, ja. Haben die Thomas, jetzt gehe ich mir eben ganz hart dazwischen, weil das Fernsehen sich jetzt zuschaltet. Ja. Ich glaube, du hast deine Meinung geäußert. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Und sag mal bis dahin, bis irgendwann mal. Ja, alles klar. Tschüss. Dank. Tschüss. Ja, tschüss. So, in ein paar Sekunden ist das Fernsehen da und dann sage ich guten Tag. Jetzt ist es da. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind 20 Minuten zu spät. Vielmals bitten wir um Entschuldigung. Aber jetzt sind wir da. Wir haben im Radio hier bei 1Live schon angefangen. Wir haben eine neue Woche und dazu begrüße ich euch sehr herzlich. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag, das kennt ihr ja, sind wir mit den Themen frei und offen. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch mit mir hier in tiefer Nacht live im Radio und im Fernsehen unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. So, ich begrüße jetzt als Nächste die Nicole. Und Nicole ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nicole. Was ist dein Thema? Mein Thema ist ohne Sex. Ohne Sex, Leben ohne Sex? Ja. Warum ist das dein Thema? Warum lebst du? Also ich gehe davon aus, dass du ohne Sex lebst. Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Ich war, wo ich noch 17 war, davor hat meine Eltern noch gesagt, wenn ich vor 18 Jahren Sex habe, dann werde ich als Nutte abgestempelt oder als Hure. Mhm. Haben die Eltern gesagt? Ja, das haben sie zu mir gesagt. Tolle Erziehungsmethode. Ja, sie haben mich auch in der Sache fix und fertig gemacht. Deswegen bin ich ja auch ausgezogen. Mhm. Und ich habe auch öfters daheim dann auch Schläge bekommen. Mhm. Und ich habe meinen Freund über eine Line kennengelernt. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt und da haben wir darüber geredet, auch die Probleme, die ich familiär habe. Mhm. Und da sagte er, komm zu mir. Mhm. Und auch davor hab ich ihm auch gesagt, ich ekle mich vor Sex. Ich habe mich dann auch dermaßen vor Sex geekelt. Mhm. Also du bist ja nun gerade erst auch 18 Jahre alt. Ja. Um mal die Grundinformationen ranzuholen. Wie lange bist du jetzt von zu Hause ausgezogen? Ich bin jetzt 5 Monate, fast 6 Monate von daheim weg. Und wohnst bei diesem Freund, den du über eine Line kennengelernt hast? Ja. Deine Eltern haben dich so asexuell erzogen. Und die haben gesagt, Sexualität ist schmutzig und vor deinem 18. Lebensjahr gehst du nicht an dich ran. Ja. Warum haben die dich so erzogen? Kommen die aus einer sehr strengen religiösen Ecke? Warum ist es so? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Meine Eltern sind überhaupt nicht religiös. Ich weiß nur, dass meine Schwester, sie hat mit 13 angefangen, schon mal Sex zu haben. Mhm. Und das hat sie schon öfters gemacht dann. Mhm. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, ich möchte nicht, dass du sowas machst. Wenn du sowas machst, wirst du gleich als Hure abgestempelt. Von der eigenen Mutter, ne? Von der eigenen Mutter und also meinem Vater. Deine Mutter, deine Eltern hätten dich als Hure abgestempelt, wenn du mit 16 Jahren beispielsweise schon mit einem Jungen geschlafen hättest. Ja. Mhm. Und auch da ich meinen Freund hatte, hat meine Eltern meinen Freund dann beschimpft. Also du hattest schon dann einen Freund mal in den letzten Jahren? Ich hatte einen Freund, ich habe ihn immer noch. Und Moment. Ich meine, du hättest jetzt jemanden über die Line kennengelernt. Ja, den habe ich kennengelernt vor 5 bis 6 Monaten. Ach so, und den hast du deinen Eltern aber auch noch vorgestellt? Den habe ich meinen Eltern vorgestellt, besser gesagt telefonisch. Er konnte nicht zu mir kommen, weil ich in Saarbrücken gewohnt habe und jetzt wohne ich in Nürnberg. Ja, hattest du denn vorher auch schon mal einen Freund, so mit 15, 16, das schon? Ich hatte vorher schon einen Freund. Aber da ist nie was gelaufen? Da ist nichts gelaufen, überhaupt nicht. Wie weit ist es denn gegangen? Händchen halten, Küsschen mal geben oder auch das auch nicht mal das? Das war auch nur telefonisch. Die ganze Freundschaft war nur telefonisch? Nein, nicht die ganzen Freundschaften. Ich habe, wo ich klein war, muss ich ehrlich sein, hatte ich einen Freund. Nee, reden wir jetzt nicht als von der Kinderzeit. Reden wir mal. Nicht. Ach, also du hattest nie einen Freund. Das war nur so Telefonfreundschaften mit Männern. Ja, zweimal. Zweimal. Den vorigen und den, den ich jetzt habe. Also du hast bis zu deinem jetzigen Freund hattest du keinen Mann angefasst. Kein,
Keinen. Keinen Mann angefasst? Mm-mm, hast du keinen. Dich denn selbst angefasst? Nein, hast, davor habe ich mich geekelt. Auch keinen, nicht onaniert, gar nichts? Mm-mm. Ich habe mich geekelt davor. Mm. Ich habe mich selber vor Sex geekelt. So, jetzt wohnst du bei deinem Freund? Ja, ich wohne bei meinem Freund. Und wie klappt das jetzt mit der Sexualität? Naja, ich, das war zum Lachen, aber ich bin mit dem Zug zu ihm gefahren. Mhm. Und dann 4 Stunden später, wo ich da war, hatten wir Sex. So, also da war es dann, dann, dann war es nötig, ne? Ja, das war das denn, kam das von dir? Konntest du nicht mehr an dich halten oder hat er das doch eher forciert? Überhaupt nicht. Ich wollte schlafen gehen, weil die Fahrt sehr lang war. Mhm. Und dann ging es auf einmal los. So von ihm aus oder von dir? Ehrliche. Von euch beiden. Also er hat dich gar nicht weit überreden müssen. Überhaupt nicht. Er hat mich überhaupt nicht überredet. So, das ist ja dann ganz völlig verrückt. Du fandst vorher das alles sehr eklig, was mit Sex zusammenhängt. Und dann ging es direkt rapp, zapp los. Wie hast du denn dann dein erstes Mal empfunden und wie hast du das erlebt? Für mich das erste Mal war eigentlich schön. Mhm. Kein Ekel mehr. Mm-mm. Er hat mich da gestreichelt im Bett. Mhm. Und dann ging es einfach los. Mhm. Und seit dem Zeitpunkt mache ich es eigentlich zu oft. Zu oft sogar? Ja, zu oft. Wie oft? Du oder ihr beide? Ich am meisten sage zu ihnen, hey komm, lass es machen. Ich meinte jetzt, du sagst, ich mache es zu oft. Macht ihr beide es zu oft oder wir machst du es alleine? Nein, wir beide. Ja, was heißt denn das? Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Unter zu oft, wie oft passiert es denn? 3 bis 4 Mal. In der Woche, im Monat? Am Tag. Am Tag? Nicole, ja, was kommt denn da alles hier raus? Da macht sich ja etwas ganz groß den Weg, ne? Was angestaut war. Ja, ich weiß nicht, aber das kam auf einmal und ich merke es selber, es ist zu viel. 3 bis 4 Mal am Tag ist ein bisschen viel, ja. Aber ja. Ich würde mal fast das Ganze noch abbuchen unter das Mädchen muss einiges nachholen. Ich empfinde das nicht mal als Sucht, aber er sagt, es kennt schon an Nymphomanie. Ja, aber ich wär mal vorsichtig mit solchen Begriffen. Du hast eine sehr extreme Vergangenheit hinter dir, die dich sehr durcheinander gebracht hat, emotional. Ja. Wenn man so scheiße erzogen wird, finde ich, so darf man keine Kinder erziehen. Ich wurde eigentlich sehr scheiße erzogen. Ja, das, wenn ich das gerade gehört habe, so darf man nicht mit Kindern umgehen. Und jetzt bist du quasi, es hat sich ja alles um 100% gewendet, ne? Jetzt bist du in einer ganz anderen Welt und erst auch ein paar Monate. Da würde ich mit solchen Begrifflichkeiten wie Nymphomanie und so erstmal vorsichtig sein. Ja. Vielleicht legt sich das ja schon nochmal in der nächsten Zeit. Ja, aber er sagt auch manchmal zu mir, ich habe keine Lust. Aber dann hast du immer noch Lust. Ich habe immer noch Lust. Ja. Ich lass auch nicht locker. Ich lass überhaupt nicht locker. Ich sage, hey komm, und dann schmuse ich so ein bisschen. Mhm. Und dann mache ich das alles, dass er Lust bekommt. Mhm. Und dann geht's natürlich los. Mhm. Also von der Intuition her würde ich sagen, das ist noch nicht bedenklich, Nicole. Weil du eben so eine krasse Zeit hinter dir hast. Die Meinung habe ich eigentlich auch. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe mich vorher geekelt und dann auf einmal nach 4 Stunden, wo ich... Mensch, sei doch froh. Da müssen andere Leute 3 Jahre zur Psychotherapie für gehen, um so ein normales Verhältnis dazu zu kriegen, so ein lockeres Verhältnis zu bekommen. Wie das jetzt bei dir, warum das sich so schnell umgeklappt hat, weiß ich auch nicht. Ist aber letztendlich wurscht. Sollen wir froh sein, dass es so gekommen ist. Ja, aber das erste Mal hat es aber nicht so genau geklappt. Was? Es hat nicht so genau geklappt? Was heißt das? Das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht. Ich konnte einfach nicht. Und danach habe ich jeden Tag probiert, probiert, ob ich es kann. Und ich konnte einfach nicht. Mhm. Und nach ein paar Tagen, dann ging es einfach los. Und es ist auch jetzt so, dass du, wenn du die Sexualität erlebst mit deinem Freund, dass es auch für dich verbunden ist mit einem Orgasmus. Ja. Das ja, ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar. Aber zu viel. Naja, gut. Du kannst ja dich vielleicht mit dir auch mal ein bisschen alleine beschäftigen. Du musst ja nicht jedes Mal deinen Freund dazu holen. Das kann ich eigentlich nicht. Davor ekle ich mich am meisten jetzt. So, das ist aber der nächste Punkt, den du vielleicht auch noch lernen solltest, dass du auch lang... Kann ich einfach nicht. Ich habe die Meinung, das ist ekelhaft. Die Meinung ist aber, als Meinung ist es aber nicht akzeptabel. Ekelhaft ist es nicht. Du hast das Gefühl, das rührt sicherlich aus deiner Vergangenheit auch noch heraus. Wieso soll ich es alleine machen, wenn ich meinen Partner habe? Die Meinung habe ich. Naja gut, aber wenn der Partner vielleicht mal gerade keine Lust hat. Ich mache ja ihm Lust.
Das ja. ist ja. Na gut, dann, na gut. Sag mal, jetzt aber noch eine andere Frage. Wie ist das Verhältnis im Moment jetzt zu deinen Eltern? Zu meinen Eltern jetzt im Moment ist es besser geworden, seitdem mhm. ich ausgezogen bin. Aber für die musst du doch jetzt Sodom und Gomorra repräsentieren, ne? Ja. Lehnen die dich denn nicht völlig ab, da du nun mit einem Mann zusammenlebst und offensichtlich auch, das kriegen die ja vielleicht auch mit, oder denken die sich, dass ihr auch miteinander schlaft? Vorher hieß es, ich habe Angst, dass du uns weggenommen wirst. Mhm. Und dann kam es auf Sex angesprochen und dann wurde ich eben so bezeichnet. Ich wurde auch, wo das Thema Sex nicht angesprochen wurde, wurde ich von meinen Eltern so angesprochen. Mhm. Ich wurde als Hure, als Nutte und. Gut, aber jetzt ist es okay. Das kann ich eigentlich gar nicht verstehen. Kann ich gar nicht verstehen, dass die jetzt so locker dann mit dir umgehen. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich zu weit weg bin. Mhm. Mhm. Ich habe daheim immer geputzt wie nix. Mhm. Ich habe von früh Schule gegangen, mhm. bin nach Hause und wo ich nach Hause kam, habe ich meine Oma, sie war schwer krank, mhm. habe ich sie gefüttert und alles mhm. und Windeln gewechselt mhm. und danach, da habe ich gleich die Wohnung geputzt und mhm. das ging manchmal bis Abend um mhm. 11. Und da wurde ich auch schon so beschimpft, mhm. egal was war. Was so, jetzt bist du aber aus diesem Elternhaus raus, was sicherlich ja. auch sehr gut war. Und wenn sich jetzt das Verhältnis relativ normalisiert und ein bisschen entspannt, wenn auch nur per Telefon, ist ja in Ordnung. Und um nochmal auf das Grundthema zurückzukommen, ich würde mir erstmal keine Sorgen machen. Lebt euch mal aus und dann guckt man mal in einem halben Jahr weiter, wie sich das alles entwickelt hat. Jo. Alles Gute, meine Liebe. Okay. Tschüss, Nicole. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Im draußen, im weiten Lande, Radio- und Fernsehland, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ruft mich an 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110 zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich bin verbunden mit Monika und Monika ist 23 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Monika. Ja, hallo Domian. Weswegen hast du angerufen? Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Fehlgeburt vor einem halben Jahr. Mhm. Da war ich im fünften Monat schwanger. Ja? Ja. Warst du zum ersten Mal schwanger? Ja. Ich lebe seit 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und das Kind war eigentlich auch nicht geplant. Und er wollte auch erst gar nicht. Und dann, danach hat er sich dann gefreut. Mhm. Dann war es auch okay für ihn und so. Und dann habt ihr euch beide auch gefreut auf das Kind? Ja, auch, wir haben auch Namen ausgesucht und so. Mhm. Wie kam es dann zu der Fehlgeburt? Ich war in der Küche und meine Katze, die strömte mir so durch und ja so zwischen den Beinen rum. Mhm. Und ja, um die da nicht zu treten, bin ich dann gestolpert, mhm. also über die drüber. Habe ich mich versucht abzufangen und bin dann mit dem Oberbauch an die Ablage von der Küche gefallen. Wegen der Katze? Ja, ja, ich wollte die nicht treten. Hm. Tja, ja, da rechnet man ja nicht mit, sodass man direkt fällt. Mhm. Und dann, wie ging es dann weiter? Und dann bin ich dann zum Telefon, habe meine Nachbarin angerufen. Hast du Schmerzen gehabt in dem Moment? Ja, klar, das hat sich angefühlt, als wenn da irgendwie so ein, irgendwas platzt irgendwie. Mhm. Ja, es war ein total komisches Gefühl und, ich war schon im fünften Monat. Mhm. Ja, es war schon ziemlich hart. Ja, was war denn? Hast du einen Krankenwagen angerufen, bist du zum Frauenarzt direkt gegangen? Nee, oder? Meine Nachbarin hat mich zum Klinikum gefahren. Mhm. Mhm. Und die haben dann festgestellt, dass das Kind tot ist? Ja, die haben dann Wehen eingeleitet. Mhm. Und dann habe ich das auf natürlichem Wege bekommen. Mhm. Aber es war halt eine Totgeburt. Mhm. Ja. Ach so, denen war vorher noch gar nicht klar, dass das Kind tot ist? Nee, es gibt ja schon mal so Sachen, so, wo man die Herztöne mal nicht hört oder sowas. Und wäre denn, muss ich mal ganz doof fragen, wäre denn ein Kind überhaupt im fünften Monat, wenn es im fünften Monat geboren wird, wäre das auch mit Brutkasten überlebensfähig? Nee. So, man sagt so ab dem 6. Monat. Mhm. Ja gut, es gibt auch im 5. Monat jetzt so, wenn mehr Geburt ist. Also. Ja, nee, deswegen frage ich. Also da müssen die doch vorher das genau untersucht haben und schon festgestellt haben, dass das Kind tot ist, bevor die Venen, die künstlichen Venen eingesetzt haben. Wie meinst du das jetzt? Nee, ich verstehe. Hat man dich denn richtig untersucht vorher? Ja, ich habe ja total viel Blut verloren. Das ging alles total schnell. Da konnten die halt nicht so die Untersuchungen machen, die sie dann normal machen, wenn jetzt halt Zeit ist. Mhm. Aber ich war ja fast am Verbluten. Mhm. Ich habe ja Unmengen Blut verloren. Ja, dann wird man das schon vorher festgestellt haben, ja. Ja, und oder die haben mir das nicht gesagt. Ich weiß auch nicht. Mhm.
Ja, und dann haben die die künstlichen Wehen halt eingeleitet und ist gekommen und war halt direkt eine Totgeburt. Hast du es gesehen? Nee, wollte ich nicht. Mhm. Ja, und das, warum ich anrufe, ist eigentlich das, was die Leute so danach gesagt haben. Erzähl mal. Das hat mich total fertig gemacht, wie die Leute so reden können. Zum Beispiel... Wer sind denn die Leute? So die Nachbarschaft? Ja, oder? Meine Mutter. Die Mutter? Ja, mein Freund. So halt alle Leute, die so im Umkreis sind. Was haben die denn gesagt? Ach ja, so viele Frauen haben eine Fehlgeburt. Und ach, du kannst doch so viele Kinder kriegen. Mhm. Und also die haben das total abgetan. Und ach, so, ich soll mich nicht so anstrengen. Mhm. Und so. Mein Freund hat mir jetzt so, das ist ja jetzt ein halbes Jahr her, hat mir so im Nachhinein noch gesagt, ja, ist vielleicht besser so, dass das so passiert ist. Also, warum? Warum? Er wollte keins. Mhm. Halt. Ne? Ich glaube, die Leute meinen das ja gut, wenn es deine Mutter sagt und dein Freund sagt. Ja, meine Mutter sagte so, ja, wenn, ach, der liebe Gott hat sich schon was dabei gedacht, dann wäre das Kind vielleicht auch irgendwie krank geworden. Mhm. Vielleicht war es ja für irgendwas gut. Ja, ich meine, die ganz nahen Leute meinen das sicherlich auch gut. Und herzlich. Aber ich glaube, dass man als betroffene Frau in dem Moment mit solchen Worten nicht zu trösten ist. Nee, ne? Weil also man einfach wirklich, ich habe mir echt Mitleid gewünscht. Habe ich mir gewünscht. Mhm. Sodass dass die Leute sich um mich kümmern. Ich habe mich total abgekapselt. Aber die haben ja quasi so getan, als wäre das irgend so ein Ding. Ne? Ja, was da die meisten, alle ist. Meine Freundinnen sagten zu mir, ja, ich wollte dich mal in Ruhe lassen. Ich habe gedacht, dass du Zeit brauchst. Und dann habe ich zu denen gesagt, ja, wieso das denn? Da, in der Zeit, da hätte ich die Leute bestimmt. Genau, es ist ja auch eine Form der Trauer, die man dann durchmacht. Ne? Ja, ich wollte auch darüber reden. Mhm. Nur es ist keiner auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, hör mal, so und so, wie ist das denn jetzt passiert? Mhm. Oder wie geht's dir jetzt? Mhm. Keiner. Und fünfter Monat ist ja schon auch sehr weit. Ne? Ja, ich habe ja auch schon gemerkt, wenn das Kind getreten hat. Und so. Mhm. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Ja. Wie ist denn deine emotionale Lage? Wie fühlst du dich denn zurzeit? Ja, überhaupt nicht gut. So. Also ich wach öfters in der Nacht, nicht öfters in der Nacht, aber öfteren auf und habe dann Albträume gehabt oder so. Mhm. Ist jetzt wie in einem Horrorfilm, aber manchmal höre ich sogar Babys schreien so nachts. Sag mal, hat das auch vielleicht einen Riss noch in eure Beziehung gebracht, dass dein Freund das gesagt hat? Ist ja vielleicht ganz gut, dass es so gekommen ist? Da wird gar nicht drüber geredet. Ja gut, er hat es aber einmal gesagt. Ne? Ja, ich habe ihn natürlich ausgequetscht, aber der redet nicht gern so über Gefühlssachen und nee, so. Nee, aber er hat es doch einmal zu dir gesagt. Es ist ganz gut. Hat das einen Riss gebracht zwischen dir und ihm? Ja, doch schon. Mhm. Weil man erhofft sich ja so ein bisschen Anteilnahme von seinem eigenen Partner. Ja. Also du hast im Klartext, du hast keinen einzigen Menschen gehabt, mit dem du mal so richtig deine Trauer ausleben konntest. Mm-mm. Die haben alle gesagt, na komm, ist nicht so schlimm, kriegst doch so viele Kinder. Ich kam mir vor, als hätte ich irgendwie Paranoias oder so. Weil wie ich mich angestellt hätte angeblich und so. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielen Frauen aus der Seele sprichst, denen so etwas widerfahren ist. Ich glaube, dass viele damit konfrontiert werden mit einer entweder Nicht-Reaktion oder mit solchen Sprüchen wie, naja, komm, ist nicht so schlimm. Ja. Nächstes Jahr ist es vergessen. Ich sag nur allen, wenn jemanden hat, der irgendwie Probleme hat, da soll man irgendwie drauf zugehen. Mhm. Und nicht denken, ach, der will allein gelassen werden. Mhm. Ich meine, mehr wie ein Nein kann man nicht. Also umso besser ist es, dass du angerufen hast, durchgekommen bist. Dass du das mal ich habe auch schon ein paar Mal versucht anzurufen und da hat er nicht zurückgerufen. Da habe ich gedacht, na toll, doch nicht so drum. Das heißt, dass du das aus deiner Warte mal so hast erklären können. Bitte? Dass du das aus deiner Warte hast mal so erklären können. Ja, genau. Aus dem Gefühl heraus. Ja. Ja. Monika, möchtest du gerne mit meiner Psychologin vielleicht noch mal ein paar Worte sprechen? Ich weiß nicht, ob mir das irgendwie vielleicht hilft oder so. Versuch's doch mal. Muss nicht sein, ich biete es dir nur an. Ja gut. Ich habe noch mal eine Frage. Bitte. Nach den Sommerferien, also vor den Sommerferien letztes Jahr, hattest du in der letzten Sendung eine Frau dran, die, also ein Mädchen dran, die von ihrem Freund geschlagen wurde und die dann einfach aufgelegt hat. Und hast du da irgendwie noch mal was von gehört nach den Sommerferien? Hast du gesagt, hast du nichts mehr drüber gesagt? Also ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Die wurde von ihrem Freund geschlagen. Ich vermute, aber es klickert gerade so. Wenn es der Fall ist, den du meinst, den ich jetzt auch gerade im Kopf habe, haben wir nach den Sommerferien davon nichts mehr gehört. Mhm. Wir haben, glaube ich, am nächsten Tag nochmal telefoniert und da hörte sich das ganz gut an.
Ich bin aber nicht so ganz sicher. Ich muss da nochmal mit den Kollegen sprechen. Mhm. Ihr seid ja wirklich sehr aufmerksam, dass ihr solche Fälle auch noch in Erinnerung habt, die fast ein Jahr her sind. Ach, ihr wisst ja Sachen, die vor zwei, vier Jahren waren. Ja, so sind deine Fälle. So seid ihr, ja. Und danke für deine Sendung. Du hörst echt vielen Leuten, muss ich dir sagen. Danke, Monika. Möchtest du mit der Psychologin oder nicht? Ja, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Mhm. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und toi, toi, toi. Okay. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. 1.40 Uhr, Mensch, perfekt auf die Sekunde. Und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Und 57 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, mit mir. Morgen haben wir ein festes Thema und das Thema morgen heißt Selbstmord. Ich möchte mit Leuten sprechen, die sich schon versucht haben, das Leben zu nehmen, die sehr glücklich sind, dass man sie gerettet hat, die vielleicht aber auch nicht sehr glücklich sind, dass man sie gerettet hat. Und ich möchte morgen auch mit Angehörigen von Menschen sprechen, die sich selbst getötet haben. Also das Thema Selbstmord, Selbsttötung morgen bei uns. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Angelina, 24 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Angelina, ich grüße dich. Klingst ein bisschen dumpf und auf schlechter Leitung? Aber wir versuchen das mal. Was ist dein Thema? Ja, das geht um Frank Schmöke. Ich war ja vorigen Donnerstag in der Kölner Express drin. Jetzt habe ich wirklich kein Wort verstanden. Um was geht's? Um Frank Schmöke. Um Frank Schmöke, ja? Ja, dass ich mich verliebt habe. Und ich war ja in der Kölner Express drin am vorigen Donnerstag. Ja? Ja, darüber wollte ich mit dir reden. Was genau möchtest du darüber mit mir reden? Ja, er hat mir inzwischen zurückgeschrieben. Und er hat mir geschrieben, dass er mich liebt und dass er mich auch heiraten möchte. Frank Schmökel hat dir geschrieben, dass er dich liebt und dass er dich heiraten möchte. Ja. Woher kennt er dich? Ja, ich habe ihm ja einen Brief geschrieben in der Klinik, wo er ist. Und ich stehe auch im nahen Kontakt mit seinem Therapeuten, dem Michael Brandt. Mhm. Und so ist es dann gekommen, dass ich mit ihm in Kontakt gekommen bin. Und dann habe ich ihm geschrieben, das war noch vor Weihnachten und er hat mir jetzt erst vor ein paar Tagen zurückgeschrieben. Angelina, warum hast du Frank Schmökel, warum hast du dem geschrieben? Ich weiß nicht, es war wie lieb aus dem ersten Blick, wie ich ihn gesehen habe. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich überlege, ob wir das noch erklären müssen, wer Frank Schmökel ist. Ich glaube, eigentlich wissen es alle Leute, es ist der Mann, der voriges Jahr ich weiß gar nicht mehr, zum wievielten Mal ausgebrochen war aus dem Gefängnis, aus der psychiatrischen Behandlung, der einen Rentner umgebracht hat und der wegen vieler Sexualdelikte im Gefängnis sitzt oder saß. Und er war zur Behandlung hier in Nordrhein-Westfalen und ist jetzt, glaube ich, wieder rückgeführt, ne, in die neuen Bundesländer. Ja, in Brandenburg. Nach Brandenburg, genau, so ist es. Und du hast sein Bild gesehen und das war Liebe auf den ersten Blick. Ja. Erklär mir doch mal diese Liebe auf den ersten Blick. Ein Bild ist ja die eine Sache, aber die Geschichte von einem zu hören, der so viel Leid und so viel Elend angerichtet hat, ist ja nur noch ein anderer Aspekt. Ja, ich weiß, aber sein Therapeut hat mir auch von seiner Kindheit erzählt und ich weiß, dass er eine schlechte Mutter hatte. Natürlich, das ist keine Entschuldigung und ich bin selber einmal bei einer Mutter geworden, aber mein Kind ist mir auch im achten Monat gestorben, wie bei der Folge, die junge Frau, die vorher angerufen hat, die hat mir auch aus der Seele gesprochen, im achten Monat ist es mir vor einem Jahr gestorben, im August, ich hatte auch eine Totgeburt, bloß ich hatte das einen Monat tot in meinem Bauch drin. Ne? Versuch mir mal zu erklären, warum du diesen Mann, diesen Verbrecher Frank Schmökel liebst oder meinst, ihn zu lieben. Ja, also
ich sehe den, also ich weiß, was er gemacht hat und ich will das auch gar nicht schönreden. Und okay, auf einer Seite ist es auch keine Entschuldigung, wenn man eine schlechte Kindheit hat, dann sowas zu machen. Mhm. Aber Was liebst du denn an ihm? Sein Äußeres, so sein ganzes Äußeres, und irgendwie hatte ich auch Mitleid mit ihm. Aber das Äußere kennst du doch auch nur von ein paar kleinen Bildchen in der Zeitung. Du kennst ihn ja, du hast ihn noch nur einziges Mal richtig lebend gesehen. Nee, er hat mir jetzt ein Foto geschickt. Er hat selber eine Tochter, die 11 Jahre alt ist. Die ist wie alt? Wie alt ist die Tochter? 11. Nein, wie alt? Wie alt ist seine Tochter? 11 Jahre. 11 Jahre, mhm. Also, Angelina, bei allem Respekt für deine Gefühle, ich finde das ein bisschen sehr naiv zu sagen, dass man jemanden, egal ob das jetzt ein Verbrecher ist oder kein Verbrecher ist, nur aufgrund eines kleinen Zeitungsbildchens zu sagen, ich bin verliebt in den. Mhm. Kann ich nicht nachvollziehen. Und ich kann es in dem Fall schon auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also wenn du jetzt gesagt hast, ich finde den sympathisch, der gefällt mir optisch, äußerlich gefällt er mir. Aber zu sagen, ich bin jetzt verliebt in den, was gehört denn zur Liebe alles dazu? Doch viel, viel mehr. Oder zum Verliebtsein auch. Ja, deshalb wollte er auch, dass ich da hingehe. So, jetzt haben wir so lange über dich geredet. Jetzt ist ein Brief von ihm zurückgekommen. Ja, haben wir jetzt geschrieben. Und was genau schreibt er? Ja, dass er sich über meinen Bild gefreut hat. Und ich habe ihm ein Foto von mir mitgeschickt und dass ich ihm auch sehr gut gefalle. Mhm. Und ja, dass er mich halt auch heiraten möchte. Und er wollte auch, dass ich ihn besuche. Aber dazu musste ich jetzt bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt an der Oder anrufen, um Besucherlaubnis zu bekommen. Das musst du machen. Willst du es machen? Ja, das muss ich machen, um da reinzukommen. Sonst kommt mir der Klinik nicht rein. Mhm. Wie weit willst du das denn sich entwickeln lassen? Ja, ich versuche jetzt schriftlich dahin zu schreiben an die Staatsanwaltschaft und dann muss ich mal abwarten, was die mir antworten, ob die mich lassen oder nicht. Also du möchtest gerne dahin? Ja. Und er schreibt in seinem Brief schon was von heiraten? Ja. Und wie kommt das bei dir an, wenn du das liest? Der will mich heiraten? Fandst du es gut? Ja, eigentlich schon, weil ich das ja auch wollte. Also Angelina, ich muss jetzt nochmal sagen, bleib mal auf dem Teppich. Es ist völlig bescheuert, jemanden heiraten zu wollen, den man nur aus der Zeitung kennt. Und dann auch noch mit diesem komplizierten Hintergrund. Mhm. Ich weiß nicht, auf was du dich da einlässt, auf der einen Seite, und in welche Verstrickungen du auch da gerätst. Mir ist bei der ganzen Sache äußerst unwohl, muss ich dir sagen. Du steigerst dich in irgendeine Sache rein. Ja, dieser Mann wird, so hoffen wir alle, Zeit seines Lebens inhaftiert bleiben. Ich weiß nicht, ein Therapeut ist eine andere Meinung. Ja, ich hoffe nicht, dass dieser Therapeut recht hat. Ich hoffe, dass dieser Mann immer in Sicherheitsverwahrung kommen wird, nach dem, was er schon alles angerichtet hat. Was ist denn das? Ich weiß es anders. Bitte? Ich weiß ja, was er angerichtet hat. Ja, eben. Hat. Nein, glaube ich auch. Was ist das denn aber für eine Perspektive, auch für dein Leben? Wenn du, nehmen wir mal an, du würdest diesen Mann heiraten, den du gar nicht kennst. Diese Ehe würde ja nie gelebt werden können. Hm. Hast du denn da schon mal überhaupt drüber nachgedacht? Ja, schon. Aber? Ich weiß auch nicht, wie das über mich gekommen ist. Keine Ahnung. Manchmal kann ich mir das selber nicht erklären. Ja, aber das ist ja immer so eine Sache. Man muss ja nicht immer alles, was so über einen kommt, dann auch gleich tun. Man muss ja auch mal ein bisschen nachdenken. Das ist ja nicht. Mit dem Therapeut halt habe ich auch geredet und er meinte, er wäre nicht so ein schlechter Mensch. Wie steht denn der Therapeut zu deinem Vorhaben, da einen näheren Kontakt aufzubauen? Ja, er möchte jetzt, dass ich ihn besuchen komme. Dass er mich dann halt besuchen kommt. Das hat der Therapeut gesagt. Ja, er schreibt ihm ja auch Briefe. Also der Therapeut schreibt ihm Briefe und der Frank schreibt halt den Herrn Brandt auch Briefe. Mhm, mhm. Und dieser Therapeut hat jetzt auch, ja, bitte? Er hat jetzt auch bei der Staatsanwaltschaft beantragt, dass er ihn besuchen gehen kann. Mhm. Der war früher für ihn verantwortlich. Mhm. Also ich weiß nicht, was in dem Therapeuten vorgeht. Ich finde, dass man da mit höchstem Verantwortungsbewusstsein rangehen sollte, um jemanden wie dich nicht auch noch in dieses ganze hochkomplexe
Geflecht hineinzuziehen. Ja, da war ja auch so eine dickere, so eine Elone aus Halle, die wollte mir auch irgendwie haben. Die war ja im Fernsehen, dann ProSieben, habe ich kurz einen Bericht gesehen. Mhm. Und die hat mich dann angerufen am Wochenende, da hat voll den Telefonterror gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, wo die meine Telefonnummer her hat, meine Handynummer. Die hat mir dauernd SMS geschickt und so. Und hat gesagt, ich soll sie zurück anrufen und so. Weil weißt, weißt du, Angelina, ich sage immer hier Leuten, wenn mir Mädels erzählen, dass sie, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Vergleich, aber es fällt mir trotzdem ein. Wenn die sagen, ich bin in den und den Popstar verliebt oder in den und den Fernsehmoderator, den die nur aus dem Fernsehen kennen, aber immerhin kennen sie ihn aus dem Fernsehen und aus zahlreichen Interviews, dann sage ich immer, Mädchen, lass es sein, such dir einen netten Jungen in deiner Umgebung, das endet sowieso nur im Unglück. Ich bin wirklich geneigt, dir genau das Gleiche jetzt zu sagen, weil du diesen Mann A. überhaupt nicht kennst. B. wird dieser Mann wahrscheinlich sehr, sehr lange, wenn nicht immer, im Gefängnis bleiben. Das heißt, dein ganzes Leben ist sowieso blockiert dadurch. Und ich glaube einfach nicht an das Gefühl der Liebe, so wie du es beschrieben hast, dass das entstanden sein soll nur durch ein paar Blicke in die Zeitung. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, dass du da einfach einem Hirngespinst nachrennst. Und würde dir so ganz spontan daraus sagen, Mädchen, lass die Finger davon. Es wird alles nur kompliziert und für dich wahrscheinlich springt dabei keine schöne und gute Zukunft heraus. Ja, da magst du schon recht, das stimmt. Jetzt habe ich dir meine Meinung gesagt. Ja, ja. Die Entscheidung liegt jetzt natürlich bei dir, wie du dich weiter verhältst. Und natürlich auch bei den Behörden, ob die dich an ihn heranlassen und ob der Therapeut das auch befürwortet. Ja, der Therapeut, der hat doch gesagt, das Tier ist gut, wenn ich mal dahin fahre. Weil der mag mich auch und hat gesagt, dass er sowas jetzt braucht. Okay, also darüber müssen wir jetzt auch gar nicht reden. Es geht jetzt auch immer darum, ob es dir gut tut und was es für dein Leben bedeutet. Nicht, was es für das Leben von Herrn Dingsbums bedeutet. Ne? Naja, die ganzen Medien waren ja jetzt hinter mir her. Ja. Bis ich habe abgelehnt, im Fernsehen zu gehen. Mhm. Das wollte ich nicht. Mhm. So, Angelina, ich würde mich jetzt wiederholen, wenn ich jetzt noch was sagen würde. Ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt, dass ich voller Skepsis bin und eigentlich sage nein. Mhm. Ne? Ja, gut. Dann wünsche ich dir noch alles Gute. Ja, ich wünsche es dir auch von Herzen, wie immer du dich auch entscheiden magst. Ja, okay, dass es dir gut geht. Ich finde deine Sendung super. Ich danke dir herzlich. Auf Wiederhören. Okay, Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Vanessa, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Vanessa. Was ist dein Thema? Ja, ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Und zwar, ich war mit ihr im Urlaub. Und wir waren in Bayern für 2 Tage und ich musste früher zurück, weil ich arbeiten muss. Ihr wart für 2 Tage in Bayern? Ja, bei einer Freundin besuchen, die ist umgezogen. Und du musstest früher weg, also du musstest einen Tag früher weg oder was? Ja, und ich bin dann zurückgefahren, weil ich arbeiten musste und ich bin halt zu ihrem Freund gegangen, weil wir auch gute Freunde waren. Und er hat mir dann halt angeboten, dass ich da schlafen kann mit meiner anderen Freundin noch. Und ich habe mir dabei nichts gedacht, ich habe dann halt bei ihm geschlafen. Halt, und seine Freundin, die auch deine Freundin ist, die war noch in Bayern. Ja, bei der Freundin, die ist ungefähr 4 Tage später erst zurückgekommen. Und dann haben wir halt da geschlafen und dann haben wir halt miteinander geschlafen. Also das ist dann einfach irgendwie passiert. Der Freund deiner Freundin hat mit dir geschlafen, beziehungsweise du hast mit ihm geschlafen. Ja. Und jetzt hast du deine Freundin hintergangen. Ja. Wann war das? Wann ist das passiert? Letztes Jahr im Oktober. Ach, letztes Jahr im Oktober schon? Ja. Und ich habe mich halt nicht getraut, ihr das zu sagen. Es ist nur einmal passiert? Ja. Und ich habe es halt einer anderen Freundin erzählt. Also ich dachte, es wäre meine Freundin. Ich habe sie halt erzählt. Ah, ich ahne schon. Und da ging es natürlich rund, ne? Ja. Da wussten es alle. Sie hat ihr dann halt nach 3 Wochen ungefähr erzählt. Und ich wusste nicht, dass es ihr erzählt hat. So, hat die das erzählt, dann hat die das erzählt und das und so weiter. Ja. Ne? So ist es dann durchgesickert. Und wie hat jetzt deine Freundin darauf reagiert, dass du sie quasi betrogen hast? Also seitdem habe ich gar keinen Kontakt mehr mit ihr. Sie hat mich nur noch angeschrien, also am Telefon und sonst eigentlich gar nichts mehr. Ich habe versucht, mich bei ihr zu entschuldigen und also sie nimmt es überhaupt nicht an. Und sie will auch gar nicht mehr mit mir reden. Die 2 haben sich dann halt auch getrennt. Ach, die haben sich auch getrennt. Ja, und ihr Ex-Freund streitet das halt alles ab, dass es passiert ist. Also manchmal streitet er es ab und manchmal gibt es halt zu.
Also zwischen euch beiden, zwischen euch Mädels ist auf jeden Fall Funkstille zurzeit. Ja, zwischen mir und ihrem Ex-Freund halt auch. Aber an dem bist du gar nicht interessiert, oder? Nein, weil das ist auch der beste Freund von meinem Ex-Freund gewesen. Aha, also alles sehr kompliziert, aber du bist gar nicht an dem Typ interessiert. Nein. Würdest du denn gerne wieder den Kontakt zu deiner Freundin aufbauen? Wie bitte? Würdest du gerne wieder den Kontakt haben zu deiner Freundin? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber sie geht gar nicht auf deine Gesprächsangebote ein. Nein, also ich wollte mit ihr reden. Ich habe mich auch schon entschuldigt per Telefon. Ich wollte mich auch mit ihr treffen, aber das wollte sie überhaupt nicht. Also entschuldigen per Telefon heißt ja, dass man da schon mal ein bisschen miteinander geredet hat. Oder hast du jetzt auf einen Anrufbeantworter gesprochen? Nee, ich habe mit ihr persönlich gesprochen. Und sie hat das alles abgebügelt, hat gesagt, nein, es gibt keine Entschuldigung, ich will keinen Kontakt. Also sie hat mir zugehört und sie hat mir das halt auch geglaubt, was ich gesagt habe. Mhm. Aber dann habe ich von anderen Leuten wieder gehört, was sie über mich redet, wenn sie mich sieht, dass sie mir ins Gesicht spucken will und sie will nicht mehr mit mir reden. Vanessa, dann gibt's da nichts zu reden im Moment. Die will nicht. Ja. Die will nicht. Du hast dich entschuldigt. Du hast richtig Scheiße gebaut, ist klar. Ja, mein Problem ist halt nur, sie hat ihren Ex-Freund angehört, was er dazu zu sagen hat. Mhm. Sie hatten halt alle die Möglichkeit, miteinander zu reden, nur ich konnte nichts dazu sagen. Na gut, aber du hast es doch am Telefon erklärt, deiner Freundin. Ja, aber ich wollte mich halt mit ihr treffen und ihr das erklären. Na, du hast es aber am Telefon schon erklärt, dann musst du es nicht nochmal persönlich erklären. Ja. Aber entscheidend ist ja wirklich, also du kannst, es gibt ja immer dann noch eine Möglichkeit, dass man sich nochmal hinsetzt, in Ruhe einen sehr langen, ausführlichen Brief schreibt. Und wenn dann die andere Seite nicht darauf reagiert, na gut, dann geht's halt nicht. Dann will die andere Seite nicht. Vielleicht in dem Jahr, aber nicht jetzt zur Zeit. Das kannst du auch nicht erzwingen. Nee, will ich auch gar nicht. Also, ich habe es halt zweimal versucht. Eben. Ich habe halt gesehen, von ihr kommt nichts, dann lasse ich sie jetzt auch in Ruhe. Also, vielleicht nochmal, wenn du sehr interessiert bist, schreib es auf und erkläre dich nochmal oder sag nochmal ausführlich, dass es dir leid tut. Mhm. Und dann lass sie in Ruhe erstmal. Warte mal ab, vielleicht kommt sie ja in einer gewissen Zeit, wenn sich das beruhigt hat, auf dich zu. Du kannst ihr schreiben, dass die Tür immer aufsteht und dass sie es entscheiden soll, wenn sie möchte. Mehr würde ich nicht machen an deiner Stelle. Ja, das habe ich ihr auch schon am Telefon gesagt, also das weiß sie auch. Gut, dann vielleicht solltest du ganz ruhig sein erstmal. Mhm. Kann man nichts machen. Okay. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit, ich frage mal meine Regie. Meine Regie, die sagt, der Willi, 39, guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo Willi, was ist dein Thema? Ja, und zwar wollte ich aus dem Rheinland rausziehen auf die Insel Föhr. Was? Woher willst du rausziehen? Ja, aus dem Rheinland. Aus dem Rheinland? Norddeutschland. Auf die Insel Föhr? Ja, richtig. Warum? Ja, ich bin Taxifahrer. Ich bin seit 18 Jahren hier. Und man kann als Taxifahrer auf der Insel Föhr mehr verdienen? Nein, nicht mehr. Aber das ist ein ganz anderes, früheres Leben, sag ich mal so. Ne? Da ist kein Stress. Also die Insel Föhr ist eine Insel mit Autoverkehr, ne? Ja, richtig. Ja. Es gibt ja einige Inseln, die keinen Autoverkehr haben. Die leben voll auf den Tourismus in ihr eingestellt, ne? Ja. Wie kommst du denn nur gerade auf die Insel Föhr? Es gibt ja noch viele andere Inseln auf der Welt. Ja, gut, das ist richtig. Aber ich war ein paar Mal oben, habe Urlaub gemacht. Mhm. Und mir fällt ein sehr gut da oben. Ich war mal mit den Norddeutschen. Ja. Prima parat. Ja. Und ich habe auch Kontakt aufgenommen zu denen. Ich habe so ja noch schon eine Arbeitsstelle, aber mit den Wohnungen ist das ein Problem da oben. Ne? Was würdest du denn auf der Insel für arbeiten wollen? Ja, als Taxifahrer. Auch als Taxifahrer. Achso, ich dachte, du würdest da was anderes machen, weil das war ja ein Scherz am Anfang. Mhm. Da weiterfahren. Nur, wie gesagt, das Problem ist mit den Wohnungen. Ne? Ja, gut, da können wir dir jetzt auch nicht so weiterhelfen. Ne? Ja, ist richtig. Aber es ist schon kurios, so ein Umzug so aus dem Rheinland auf die Insel. Bist du alleine oder hast du noch irgendwie Frau, Kinder oder irgendwelche Leute um dich herum, auf die du Rücksicht nehmen musst? Ja, im Prinzip nicht. Ich bin jetzt seit 5 Jahren geschieden. Mhm. Danach hatte ich eine 4-jährige Beziehung eingegangen. Die ist auch in ein Brüchchen gegangen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe hier nichts zu verlieren. Mhm. Da oben kannst du komplett nochmal neu anfangen. Ne? Ab auf die Insel Föhr. Nicht nach Mallorca, sondern auf die Insel Föhr. Ja. Jetzt kann ich dir insofern wirklich nicht weiterhelfen, wenn wir jetzt Wohnungsangebote von der Insel Föhr bekommen. Die können wir nicht weitergeben. Nee. Sonst komme ich hier in Teufelsküche. Wenn es um ernste Dinge geht, machen wir das ja gern schon mal. Wenn es um Kontaktaufnahme von kranken Leuten oder so etwas geht. Ja, wie gesagt, ich muss nochmal hoch nächste Woche Freitag und versuche dann samstags morgens nochmal in den Anzeigen rumzustöbern und hoffe dann, dass es dann klappt. Vielleicht hilft dir mein Wunsch ja weiter, dass es klappt. Und das einfach mein Wunsch, dass alles gut über die Bühne geht. Der Umzug vom Rheinland auf die Insel Föhr. Das
super. Mein Lieber, alles Gute. Tschüss, Willi. Jo, und wenn danke. Du auf Föhr bist, rufst du uns doch mal an und erzählst uns von Föhr, okay? Mach ich. Tschüss. Tschüss. So, Freunde. Das war's für heute Nacht. Hier von uns in der Technik Michael Wiesmann und Leo Scholten. Und morgen heißt unser Thema Selbstmord, Selbsttötung. Ich möchte mit Menschen sprechen, die schon einen Selbsttötungsversuch hinter sich haben oder vielleicht sogar mehrere. Und ich möchte mit Angehörigen sprechen, die einen Menschen verloren haben durch Selbsttötung. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar, um 1 sind wir morgen aber auch da, wirklich im Radio und im Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye bye, bis morgen.